der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, ich begrüße Sie heute ganz herzlich auf Gut Kaltenbrunn. Passt gut zum Wetter, Frau Falken. Ich freue mich sehr, dass Sie so bei guter Gesundheit sind und sich herausgetraut haben. Wie viele Mal findet jetzt eigentlich der Leonhardimarkt statt? Das ist der 14. Leonhardimarkt, den wir machen. Wahnsinn. Also unseren Verein gibt es seit Dezember 2002. Und das ist insgesamt die 28. Veranstaltung, die wir machen, aber eben der 14. Leonhardimarkt. Ja. Sonst gibt es halt noch einen Lichtmessmarkt, zweimal im Jahr. Das dauert dann ein bisschen hier bis Lichtmess. Wissen Sie, die Frau Falken, Damen und Herren, ist eine Handwerksmeisterin, sie ist Schneiderin am Schliersee und hat sich sozusagen neben ihrer doch sehr intensiven Arbeit mit Kundinnen so als Lebensaufgabe gesetzt, die Erhaltung bzw. die Beförderung des Handwerkes als solches. Oder wie muss man sie genauso? Eigentlich schon, gell? Ja. Wir haben eben selber immer bei manchen Ausstellungen ausgestellt und haben immer gesagt, dann es hat viele Kunsthandwerker, die machen bestimmt schöne Dinge, aber wenig Gelernte, die eben Gesellenjahre, Meistertitel, die ganze Ausbildung durchlaufen. Und dann haben wir eben gesagt, ach, es muss halt irgendwas anders geben, wo das mal so ein bisschen ja, auch respektiert wird. Ja, und dann haben wir losgelegt und in kürzester Zeit, ich glaube, einen ganz guten Ruf erarbeitet. Ja, das kann ich jetzt nicht so nachvollziehen, aber immer wenn ich auf Ihre Veranstaltungen komme, dann entdecke ich halt wieder Leute, die Dinge machen, die ich selbst gerne habe. Also ein Horderer findet man selten, dann jemand, der also noch Messer machen kann, ist auch ganz selten. Dann haben es also so ausgefallene Leute wie Ofenbauer auch noch immer wieder, aber Ofenbauer haben wir wieder mehrere. Wie muss man sich so diese, weiß gar nicht, was sagen soll, diesen Input vorstellen? Sind das immer die gleichen oder kommen wieder neue dazu? Es kommen immer wieder neue dazu. Wir haben einen gewissen Handwerkerstand oder Stamm. Manche sagen, ah, ich will nur Lichtmess ausstellen, die anderen wollen auch Leonhardi. Oder wir wechseln auch oft. Es ist auch so, dass wir von der Gegend, je nachdem, wo wir ausstellen, einige mitnehmen. Manche kommen von Haus aus und sagen, ich bin gelernter, was weiß ich, Posamenteur, sag ich jetzt einfach mal. Das wäre was für euch. Ja klar, Posament. Also ich habe das auch lange nicht gewusst, was Posamenten sind. Aber ich habe gesagt, von der Gegend, der Frau Schätz ist ja von vis-à-vis vom anderen Ufer drum, gell? Tegernsee. Genau. Hörer. Wobei doch relativ viele Handwerker aus dem Tal dabei sind. Ja. Ja. Also, graust alle Theorie, Damen und Herren, jetzt schauen wir einfach mal rein. Dieser Leonhardimarkt ist jetzt übers Wochenende. Ab wann ist bei einer auf? Wir haben von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Und am Sonntag auch? Am Sonntag auch. Das, Damen und Herren, ist also nicht nur ein Pferd, sondern auch, man könnte sagen, eine Vorspiegelung falscher Tatsachen, weil wir nicht im Pferdestall sind, sondern im ehemaligen Rinderstall, oder? Kuhstall. Im ehemaligen Rinderstall, das ist richtig. Ja, ja. Wobei also die Kühe und die Kinder von den Rinder. Warum macht man sowas? Sie sind derjenige, der das ins Bild gehauen hat, gell? Das war die Idee, wie gesagt. Die gute Frau, die wollte das ein bisschen kleiner haben, das ist jetzt viel kleiner, das ist ganz groß geworden. Also das glaube ich jetzt einfach immer nicht. Doch, doch, das ist schon so. Jetzt muss ich halt noch einen finden, der ein Wohnzimmer hat mit der 3,50 Meter Hechen. Hab bis jetzt noch keinen gefunden. Was ist das für Holz? Ein Zirbelkiefer ist das. Ist das pflegeleicht? Muss man es abstauben? Oder nein, wie pflegt man es? Ja, Sie gehen jetzt so nach hinten, Frau Falken. Wenn Sie sowas vor Ihre Schneiderei stellen würden, oder ist das nicht Sinn? Macht keinen Sinn, oder? Ich weiß nicht, ob man so einem Rossel ein Gewand anziehen kann. Aber es ist schon irgendwie aber was, was uns auffällt. Ja. Absolut. Was machen Sie normalerweise, wenn Sie keine Pferdl machen? Ja, ich mache eine Zimmerei. Zimmerei, richtig? Ja, eine Zimmerei mache ich und Schreinerei. Sind ja ein paar Balken überblieben, die haben es zusammengeläumt und haben dann ein Pferd. Momentan ist das recht gefragt mit den alten Balken. Das ist schon so, ja. Das ist ein Wahnsinn, gell? Was da ein künstlerisches Talent versiegt, weil so Leute wie Sie ja sind nicht richtig ausleben können, oder? Bin ich fast sprachlos. Ja, das ist schade, aber darum gefällt mir jetzt das da mit dem kalten Brunnen. Da sind die gerechten Leute benannt und das ist ja keine Kunst, kein Tingeltangel, das ist ja alles Handwerk rundum, wo man schaut. Und das hat alles eine Berechtigung, jeder was macht. Ein Schreiner, schauen Sie, wenn ein Schreiner Rosen macht, dann schaut das anschließend so aus. Toll. Gehen wir mal ein bisschen weiter, ich bedanke mich. Ja, mal hinten ist nämlich auch jemand, der mit Holz arbeitet. Also hier gibt es alles, Damen und Herren, was mit Handwerk zu tun hat. Natürlich sehr viele Kunsthandwerker, die also Schmuckstücke arbeiten, Gürtelschnallen, Schmuck.
Wie drechselt man eigentlich eine Kugel? Eine Kugel ist eine sehr anspruchsvolle Drechselarbeit, weil also man drechselt im Grunde erstmal einen Zylinder und den Zylinder misst man sich dann ab an Durchmesser. Dann mache ich mal drei Bleistiftstriche, Ende, Anfang und Mitte und dann mache ich frei Auge die Drechselarbeiten, dass ich es rund mache. Da mache ich mal Pappschablonen, dass ich kontrollieren kann. Und naja, das ist eine gefühlvolle Maßarbeit. Ich wünsche dir weiterhin viel Gefühl bei der Arbeit. Okay. Schlimm ist, wissen Sie, bei der Kunst daneben stand, stehen bleiben und kannst stundenlang mit den Leuten reden, weil es so interessant ist. Gell? Aber deswegen haben wir es ja auch ausgesucht. Ja. Weil es einfach jeder für sich ganz was Besonderes hat. Was ist das hier? Das ist so einer, der. Okay. Ja. Die Dame kehrt da rein. Sie kehrt da rein. Was machen Sie so? Ausstattungen für Puppenküchen oder was? Nein, das sind Aussteuerschränke, Miniatur-Aussteuerschränke, wie man früher auf dem Kammerwagen drum gehabt hat. Aha. Und da ist also alles drin, Wäsche, sakrales Geschirr. Wo man Sachschauen gemacht hat, ich habe das gar nicht gewusst. Das hat mir vor kurzem eine erklärt, der hat gesagt, nach der Hochzeit, dass da die ganze Ortschaft kommt und haben wir Sachschauen können. Das machen Sie alles selber? Nein, das habe ich schon gekauft. Also so, das ist aber die stellen es dann zusammen oder was? Ja, das gehört einfach rein in den Schrank. Sie wollen ja was zum Essen, wenn Sie heiraten. Das Zeug ist doch da nie rausgeholt worden. Das ist doch da ein Leben lang drin geblieben und man hat das etwas günstigere. Das bleibt auch drüber, das reingelebt ist. Ich verstehe. Und das die herum, das sind. Ja, das sind sogenannte Eingrichtel. Das ist ein Nonnenkästchen. Und das ist Pieta in einem Rahmen, also hinten mit einem Kasten. Dort haben wir gesagt, ein Kastenbilder dazu. Und Wachstecken haben sie auch. Aha, aber das ist ja wieder was, was ja mehr zur Lichtmesse gehört, oder? Ja, mein Gott, das hat man zur Hochzeit oder zur Taufe oder was geschenkt früher. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen weniger geworden. Die Traditionen sind nicht mehr ganz so, werden nicht mehr ganz so eingehalten. Also, und das sind die Teile, wo man es wickelt, oder? Das ist jetzt ein Legholz und da legt man, die brauche ich für runde Wachstöcke. Da gibt es ja verschiedene Wickeltechniken. Das ist jetzt eine Bandolive, dann gibt es eine Rodel und gibt es eine Krone. Warum müssen Sie das klären? Selber, aber viel Lehrgeld bezahlt. Das habe ich schon, also muss ich sagen. Bis ich da also wirklich dann drauf komme, bin ich gerade die Krone habe jetzt die keine da, die ist also ganz schwierig zu wickeln. Das ist die schwierigste Technik von den Wachstöcken, wo man wickelt. Wenn Sie irgendwo lernen, also gibt es wahrscheinlich immer so Wachstock. Mein Gott, die Wachstiereien machen eigentlich schon ein Wachstück, aber ich muss jetzt sagen, ich tue es schon ein bisschen mehr so nach den alten Sachen, also ziemlich verzieren, weil das einfach schöner ist. Man sieht ja in den Büchern drinnen, wie das immer weniger geworden ist, die Verzierung. Das ist immer nichtssagender geworden, würde ich sagen. Die alten sind einfach die schönsten. Ja. Ich wünsche gute Umsätze. Danke. Also das kann man hier alles kaufen, ist nicht bloß zum Umschauen, oder? Wir gehen mal ein bisschen dahinter, Damen und Herren. Haben Sie hier wieder Schmuck? Perlen? Was sagt man am besten zum bayerischen Dirndl für einen Schmuck, so bayerische Flussperlen, oder? Ich würde jetzt mal sagen querbeet. Da geht auch mal ein moderner Schmuck dazu, warum nicht? Ja, hat ja viel mit Tradition zu tun. So Granatschmuck gibt es immer so viel, oder? Kommt aber immer wieder. Also gerade so Edelsteinketten werden viel dran. Aber warum auch nicht mal was Modernes dazu? Ja, ist ihm schlecht. Kommt immer auf den Stil vom Dirndlwohn drauf an. Mhm. Dann machen wir mal eine kleine Pause. Und dann wenn wir noch ein bisschen rumschauen, gibt so viel zu sehen, ich habe es gar nicht mehr anfangen sollen. Also eine kleine Pause, dann sehen wir uns gleich wieder. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, jetzt wollte ich Ihnen noch kurz ein bisschen was über Posamenten erzählen lassen. Das ist einer der Kunsthandwerker aus dem Gewerbehof im Westend. Schauen wir einer an. Und wie gesagt, das sind Posamenten. Also alles, was so aus Stoff ist, hier zum Beispiel diese Quasten, wie man es früher so an Vorhängen gehabt hat. Und auch so auf der Kordeln. Da stehen ja so Kordeln an der Oma im Sofa, ja, auf der Chaiselong. Das machen die Posamenten machen. Schön, gell? Und Sie sehen, hier ist so ein kräftiges Geschäft. Gerne, ja.
darf ich mich kurz dazwischen drängen. Wo kommt denn der Name Christian Posamenten eigentlich her? Posamenten hatte seine Blütezeit zu Ludwig des 14., ist auch ein französischer Begriff, Passamenterie. Und Posamenten ist eigentlich nur ein Überbegriff für Schmucktextilien. Also sowohl Schlüsselquasten für schöne Schränke, wie man es jetzt hier sieht, als auch Raffquasten für Vorhänge, um die Vorhänge zu taillieren, zu raffen, Treppenhandlaufseile, dann handgewebte Borten und Krepinen, wie man es jetzt hier sieht. Und wir arbeiten hauptsächlich für exklusive Inneneinrichtungen, Architekten, Hotels und Rekonstruktionen nach historischer Vorlage für Schlösser. Ich denke immer oft, wer ist Ihr Kunde? Weil ich meine, sowas kann sich heute keiner mehr leisten. Außer halt vielleicht die öffentliche Hand, wenn sie irgendwie so ein großes Schloss restauriert. Gell? Ja, es ist relativ. Also es gibt auch sehr, sehr schöne Einsteiger-Posamenten, sage ich mal, für einen schönen Schrank. Also als Schlüsselquasten für einen schönen Schrank. Die gehen ab 35 Euro los. Und kann sich auch so Normalsterbliche leisten. Geht natürlich dann auch weiter hier bis zu einer Rekonstruktion. Preußische Schlösserwaltung, Originalvorlage von 1785, rekonstruiert. Und da wurden extra 14 verschiedene Goldmaterialien hergestellt, um die Posamenten, um die Quasten und Fransen wieder so herzustellen, wie sie im Original waren. Also 14 verschiedene Goldlegierungen? Verschiedene Goldmaterialien, ja. Das sind dann das leonische Material, das sind Goldgespinste, Goldlan, Drähte und so weiter, die wir alle bei uns in der Werkstatt weiterverarbeiten. Wo haben denn Sie sowas gelernt? Darf ich mal fragen? Wo kann man sowas lernen? Also es ist nach wie vor ein Ausbildungsberuf, allerdings sehr, sehr im sehr, sehr kleinen Rahmen. Also es gibt nur noch 3 Werkstätten in Deutschland, die so arbeiten können und arbeiten. Wir sind einer der Ausbildungsbetriebe davon. Wir haben auch zurzeit eine Auszubildende und haben bei uns in der Werkstatt eine eigene Seilerei, eigene Handweberei, Handarbeit, Materiallager mit über 700 Farbtönen, dass wir farblich passend so einen Stoff arbeiten können. Und Sie haben immer den Eindruck, Sie arbeiten im Museum. Ja, bei den Maschinen, die Sie haben, die sind wahrscheinlich alle doppelt so alt wie Sie, oder? Genau, ja. Wir haben unsere Werkstatt in so einem relativ technischen Gewerbehof, wo so 30, 40 Werkstätten sind. Aber wenn man dann bei uns reinkommt, das schaut aus wie im Museum. Wo allerdings arbeiten wir täglich mit diesen musealen Werkzeugen und Webstühlen. Aber weil Sie halt ein Herstellungsdatum haben, das so nach hinten reicht in der Zeit, ging es halt auch nicht kaputt, oder? Nur ganz, ganz selten. Oder? Richtig, ja. Also ich bedanke mich für die Ausführungen. Ja, sehr gerne. Damen und Herren, gut kalten Brunn am Tegernsee. Noch bis Sonntag Nachmittag hier Leonardimarkt. Gute Umsätze. Ihnen ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Servus und für Gott. Das war der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel.